Monitoring, das ist das Stichwort. Dreilin-Schlitten haben jetzt ein Monitoring, ein einfaches Monitoring. Man zeigt den Zustand der Lagerböcke hier mit dieser LED an. Wenn die grüne LED leuchtet, ist alles okay. Wenn die rote LED leuchtet, dann ist es Zeit auszutauschen. Dieses Prinzip führen wir ebenso fort mit den Gleitlagern. Auch hier ist es möglich, den Zustand zu erfassen. In diesem Falle wäre es Zeit, das Lager auszutauschen. So, was wir jetzt machen zum Thema Remote, ist diese Information über ein Funkmodul an einen Industrie-PC übermitteln, so dass der Zustand des Lagers zum Beispiel hier direkt auf einem Dashboard angezeigt wird. Es dauert einen kleinen Augenblick. So, wir sehen jetzt, ein Lager mehr, ist Zeit, dieses Lager zu wechseln. Das sind Dinge, die auf die Ferne passieren. Das heißt, in diesem Falle ist diese Technologie eingebunden in das interne Firmennetzwerk. Remote-Zugriffe sind in diesen Tagen gang und gäbe und überall eingerichtet, so dass man direkt auf den Zustand der einzelnen Komponenten zugreifen kann. Auch bei Energieketten ist es möglich, durch integrierte Sensoren, die hier den Verschleiß zwischen Bolzen und Bohrung messen oder den Verschleiß bei langen Verfahrwegen, der Verschleißzugaben misst, diesen Zustand hier auf dem Dashboard anzeigen zu lassen und die Tage bis zur nächsten empfohlenen Wartung hier anzeigen zu lassen und auch bei komplexen Systemen Aussagen dazu bekommen, welche Komponenten am ehesten Beachtung brauchen. Das sind die Dinge, die wir für das Intranet machen, auf das man von zu Hause zugreifen kann. Es gibt aber auch die sogenannte Online-Technologie. Das heißt, hier werden Betriebsdaten von Energieketten direkt ins Internet übermittelt, in die Cloud. In der Cloud erfolgt eine Berechnung der Lebensdauer und diese wird hier in einer Übersicht angezeigt und könnte hier auch gezeigt werden, sodass auch letztlich Sensoren ihre Werte anzeigen. Hier sieht man jetzt live die Kräfte, die benötigt werden, um eine Energiekette zu bewegen. Das alles sind Technologien, um rechtzeitig zu informieren, wenn Wartungsbedarf ansteht oder rechtzeitig zu informieren, um die Produkte auszutauschen, um dadurch zum einen die Produktlebensdauer auf ein Maximum zu verlängern, auf der anderen Seite aber auch früh genug Bescheid zu wissen, um Wartungsarbeiten planen zu können. Das Ganze sind Systeme, die heute schon im Einsatz sind und rund um die Welt werden zum Beispiel an Krananlagen so schon Ersatzteile und Wartungskosten gespart.